Hallo, ihr Sklaventreiber, und willkommen in Pittsburgh bei Fallout 3 und schaut euch diese Pracht an. Habt ihr jemals so unglaublich rostige Ruinen gesehen? Ich glaube nicht. Moment. So, besser. So, jetzt probieren wir es. Weg mit der Waffe und her mit denen. Oh, die liegen auf meinen schönen Barren drauf. Die muss ich aber wegziehen. Oh, ich kann ihn auffressen. Erstmal auffressen. Lecker. So, Splittergranaten. 3 Stück. Ja, durchaus gerechtfertigt. Die nehmen wir mit. So. Gott, sind die leicht, diese Pitsklaven. Diese Trocksklaven sind dagegen. Die Trocksklaven. Die Trockwilden sind dafür wahnsinnig schwer. Ah, da, so. Ich glaube, wir aktivieren vor allem. Mitnehmen höchstens. Naja, gut. Aber ich muss sagen, diese Aufgabe macht mir Spaß. Richtig viel Spaß hier einfach mal zu sammeln. Das ist irgendwie so genau mein Ding. In der gefährlichen Umgebung in Stahlbarren sammeln. Ich kann mir zwar Schöneres vorstellen, aber bis jetzt fand ich es nicht so schlecht, die Aufgabe. Das heißt, wir werden das jetzt noch ein bisschen weiter. Los, Jungs, Frischfleisch. Super. Ah, jetzt reicht's aber. So. Der erste Fehler ist auch der letzte. Super. Ich Aua. Der hat gesessen. Wow, hier geht's aber ab. Huch. Ey. Stimpaks, Stimpaks, ganz schnell Stimpaks. Nehmen wir mal das schmutzige Wasser noch. Ah, da drüben. Okay, jetzt wird's schwierig. Jetzt hacken wir auf jeden Fall dieses System, um protected, protected, um eventuelle Nightclub. Schlecht. Um eventuell spätere Geschütztürme möglichst. Um späteren Geschütztürmen zu entgehen. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oder wir machen das nicht und gehen einfach auf die harte Tour. So. Alles mitnehmen. So. Da möglichst nicht reinspringen. Dann nehmen wir jetzt die 10 mm. So. Verdammt! Die 10 mm habe ich gesagt. Nur zu, nur zu.
So, ordentlich. Na, das ist sicher besser als der blöde Baseballschläger. Au. Wer beballert mich und vor allem von wo? So. Langsam haben wir doch ein ansehnliches Arsenal an illegalen Waffen zusammengeklaut. Da dürften sich unsere Chancen doch erheblich verbessert haben. Wir gucken noch mal hier runter. Ja, man sieht nicht viel, aber man sieht die Stadt. Dieses Moloch, diese stinkende, stählerne Stadt. Das könnte der Titel eines Romans sein. Die stählerne Stadt. Die rostende, stinkende, stählerne Stadt. Oh. Ja. Alles meins. Kann ich erst fragen, alles meins. Gibt man... Ich hoffe, es gibt irgendwie einen Preis dafür, wenn man alle erhältlichen... Oh, hier bitte nicht runterfliegen. Wenn man alle möglichen Barren eingesammelt hat. Ich hoffe, dann gibt es einen Preis oder so. Oh, du bist aber ein netter Sklave. Hier hast du 10.000.000 Kugeln Munition oder Kronkorken. Oder... Keine Ahnung. Wäre schon mal ein Achievement freizuschalten. Gibt's vielleicht, wenn ich das Spiel über Steam hätte, dann gäbe es vielleicht auch Achievements. Aber ich habe das Spiel nicht über Steam, dementsprechend schlecht. So, wo geht's hier hin? Hä? Ich fliege. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es geht. So. Wo geht's hier runter? Weil oben waren wir ja schon. Dann schauen wir mal, wo es hingeht. Hüpf. Oh, was liegt da? Wir werden das gleich erfahren. Ah, noch mehr Barren. Sehr gut. Die holen wir uns auch. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Archiv-Preiskupo. Ich wusste gar nicht, dass wir die noch dabei haben. 36 Stück. Ja, das lässt sich, glaube ich, sehen. Wo geht's hier hin? Ah, nirgendwo hin. Schade. Aber ich glaube, mit der 10mm-Pistole sind wir, glaube ich, ganz gut beraten. Meinte ich, schaff's darunter auf dieses... Na, ah, okay. Kein Schaden. Ganz gut. War ich hier auf diesem Dach schon? Ich weiß es nicht mehr. Könnte sein, dass ich hier schon gewesen bin. Ja, hier unten waren wir auf jeden Fall. So. Ja, hallo, das lässt sich auch sehen. Rohstahlbahn, jawohl. Right away, right away. Stimpaks und Red X. Cool. Hier zwischen den Zügen war ich, glaube ich, noch nicht. Genau, da ist der Tote. Da drin ist nicht sonderlich viel. Schaue ich hier mal, was ich hier zwischen den Zügen finde. Na hallo. Ihr Trox. Ah, auf die Entfernung mit der 10mm ist keine gute Idee. Aber warte mal. Splittergranaten vielleicht. Da haben wir doch auch genug. Erstmal reparieren.
Seitenwaffe von Wild Bill. Was hat die für Vorteile gegenüber unserer chinesischen Pistole? Ah, den haben wir schon repariert. Na gut, dann können wir auch nicht vergleichen. Logisch eigentlich. Ordentlich, so. Wir nehmen mal wieder die Jagdflinte raus. Und machen damit jetzt Jagd auf Trox. So. Hey, ihr Trox, wo seid ihr? Hallo? Ihr dummen Mistkack-Drecksviecher. Wo seid ihr? Ich möchte euch erschießen. Ah, hallo. Hallo, Trock. Ah, schön, wie er fliegt. So. Das ist doch Musik in meinen Augen. Passt nicht ganz, aber so ungefähr ist es. Wo geht's hier hin? Oho. Das klingt doch nach einer Seitenquest. Nehme ich. Hast du einen Schlüssel? Bitte sag mir, dass du... Nein, das ist kein Schlüssel. Gemein. Na gut. Haarklammer. Ja, nehme ich auch. Alles. Gib mir alles. Give me everything tonight. Oh. Roboter, okay. So. Die restlichen sind noch bis jetzt relativ friedlich. Versorgungswerk. Weil ich möchte erstmal wissen, die automatische Warnung. Verschlossen, schwer. Das wäre doch mal interessant, wenn wir das hacken würden. Destruction. 3 von 11. Infestation. 2 von 11. Combination. 2 von 11. Ja, nachgetragen wird uns nichts. Ich glaube, die machen nur die Trox fertig und die können wir auch so mit einer Kugel fertig machen. Die Trox sind jetzt wirklich nicht das Problem. Oh, wir sind entdeckt. Von wo? Von denen wahrscheinlich. Trox-Scheusal. Schlecht. Ein Trock, so, hallo. Also von hinten anfallen lasse ich mich nicht. Und vom Trock-Nachwuchs erst gerecht nicht. Ja, bleib da, wo du bist. So. So, hat einer von euch vielleicht den Schlüssel für diesen Tunnel? Ach, was bin ich heute gut auf Anhieb? Ein Ledergürtel. Auch recht. Ja, tut mir leid, dass ich das so ausführlich mache, aber ich finde es irgendwie gerade cool.
Quest ist mal definitiv interessanter als alles, was ich bisher kannte. Von vorne und auch eine der Quests, die ich nicht so gut kenne. Dementsprechend empfinde ich sie als natürlich als willkommene Abwechslung gegenüber dem, was wir bis jetzt machen. Ich guck mal ins Versorgungswerk. Ein Roboter. Energiezelle. Cool. Geschützsteuerungssystem. Das wäre gut, wenn wir das ausschalten können. Was würde denn dazu passen? Convinces, Convicted. Einer von 9. Gentleman. Einer von 9. Instincts. 4 von 9. Bombe entfernt. Bombe entfernt, Bombe entfernt. Bombe entfernt. Dieses Klammern suchen kann einem ganz schön auf den Sack gehen. Muss ich schon sagen. Hammerschau, Hammerschau. Ah! Erlaubnis aufgefüllt. Sehr gut. Fortified. Menschend. Was haben wir denn noch nicht? Gladiator. Ich glaube, wir gehen einfach rein. Mit dem Red X. Komm. So, haben wir was vielleicht zum Reparieren? Gamma-Abschirm-Rüstung. Wilder, so. Ah, die fliehen vor Trox, okay. Oh, schlecht, 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 schlecht. Ihr seid definitiv zu viele. So. A-Klammer, Red Kakerlakenfleisch. So. Ein Terminal. Das ist ein ganz normales. Oh, okay. In Bezug auf neue Protektrons. In den letzten Wochen wurden mehrere Beschwerden über die neuen Fabrikprotektrons laut, die überall im Werk eingesetzt werden. Einige unter ihnen haben den Eindruck, dass dies die erste Phase des langen Prozesses ist, die menschliche Arbeitskraft im Werk zu ersetzen. Seien Sie beruhigt. Dies ist nicht unsere Absicht. Die neuen Protektoren sind lediglich dazu da, Sie, unsere Arbeiter, zu beschützen. Denken Sie auch bitte daran, jederzeit Ihre ID bei sich zu tragen, denn die Protektoren sind darauf programmiert, sicherzustellen, dass es sich bei allem, die sich auf dem Werksgelände aufhalten, um ordnungsgemäße Arbeiter handelt. Die Geschäftsführung. In Bezug auf jüngste Mitarbeiter. Diesen Arbeitern, die neulich mit einem Eimer Wasser und einem Vorschlaghammer einen Protektron außer Gefecht gesetzt haben, wurde sofort fristlos gekündigt. Sorry, ich habe kurz was getrunken. Das soll allen anderen Arbeitern im Werk eine Lehre sein. Wer die Fabrikprotektrons behindert und oder beschädigt, muss mit raschen und schweren Konsequenzen rechnen. Die Geschäftsführung. In Bezug auf neue Lieferungen. Wir haben 3 neue Protektrons. Das ist ein schwieriges Wort. Protektrons bestellt, die sofort in dem Werk eingesetzt werden sollen. Einer dieser Protektrons tritt an die Stelle des des Roboters, der neulich durch unsere eigenen Arbeiter zerstört wurde, die jetzt, um sie noch einmal daran zu erinnern, nicht mehr bei uns beschäftigt werden. Die beiden anderen Protektrons werden wir in der Fließbandproduktion einsetzen. Die Geschäftsführung.
Interessant, okay. Ich habe leider noch keine ID. Das heißt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wenn wir so einen Blechhaufen über den Weg laufen. So. Was, glaube ich, das weitaus gefährlichere sind da die Trocks. Jawohl, stellt euch für mich in einer Reihe auf. Also diese, dass diese ekelhaften Viecher auch noch Nachwuchs bekommen, macht mich echt fertig. Und sprechen können sie anscheinend auch noch. So. Eingequetscht zwischen diesen Dingern da. Na cool, da können wir unseren Vorrat an Haarklammern wieder auffüllen, das ist ganz gut. Da schüttelt es dich gleich. Meine Fresse, hat er Zuckungen. Also wirklich, die Verseuchung muss echt schlimm sein. Muss echt übel sein. So. Oh, Splittergranaten. Geschützsteuerungssystem. Machen wir so fertig. Läuft eh nicht richtig. Reagiert noch nicht mal. What the fuck? Was war das denn jetzt gerade? Was sind da hochgegangen? Du hast immer noch Zuckungen. Dinger machen so ekelhafte Geräusche. Da muss ich gleich mal das Ding zumachen. Ich glaube aber, die Folge ist schon Ewigkeiten. Dementsprechend nehme ich mal das chinesische Offizierschwert mit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.